Seit 4 Uhr in der Nachtschicht ist nichts mehr gelaufen bei SKF und auch bei ZF nicht. Frau Schreckbrot, grüßt alle anderen Betriebe. Und deshalb ist es gut, dass wir heute auch hier vor Bre stehen. Ich bin stolz auf euch, dass wir das geschafft haben. Die Verhandlungen mit dem Arbeitgeberverband sind weiterhin kein bisschen konstruktiv. Sie blockieren, sie provozieren und das ist die Antwort, die wir Ihnen heute geben. Doch die Arbeitgeber verstecken sich weiterhin hinter der Pandemie. Bei Valeo, bei Siemens, ihr habt dachte ich, ihr habt eure Arbeit gemacht. Wir sind die Zukunft der Industrie 4.0 und des Wirtschaftsstandorts Deutschland. Weil wir selbstbewusst sind und weil wir zusammenhalten. Vielen Dank, Kolleginnen und Kollegen.